Ja, liebe Gemeindinnen und Gemeinden, liebe Freundinnen und Freund außen, ja, liebe Indianer, liebe, nee, echt nicht, nee, machen wir nicht. Ja, ich wollte heute kurz ein Video machen, weil ich gestern bei einer Veranstaltung war. Da ist mir was widerfahren, was eigentlich nur Profisportlern passiert. Und mir, bleiben Sie dran. Ja, es geht, das hat sich gut angehört, ne? Bleiben Sie dran, da müsste eigentlich irgendwie so eine Werbung kommen und so, da kommt noch alles, ne? Ja, ich war gestern bei einer Veranstaltung, unter anderem mit meinem lieben Freund Irfan Pezi zum Thema Olympia-Attentat. Das hat sich ja vor 50 Jahren gejährt. Die Älteren werden sich noch erinnern. Und da gab es eine Veranstaltung, eine Demonstration von Pax Europa. Der Herr Stürzenberger war auch mit von der Partie, durfte ihn das erste Mal live sehen. Und ich muss sagen, Power hat er schon. Was mich wirklich bekümmert, nicht wirklich. Das ist immer ein Unterschied, wenn man Dinge live sieht, direkt sieht und wenn man das irgendwie im Stream sieht oder wenn man das irgendwo sieht. Das ist ja, kann man sagen, ja, ist ja schon schlimm alles. Aber wenn man das mal so wirklich sieht, wie diese jungen, radikalen Moslems, die da waren, das waren ja 15, 16, 18, 19, 20, die meisten waren aus Afghanistan. Wenn ihr mal gefragt, wenn sie mal reden dürfen, und das ist unglaublich, diese Aggression, also diese pure Aggression und dass man da was dagegen tun muss, gegen diesen radikalen Islam, ist völlig, völlig klar. Und dass man das separieren muss von der Spiritualität des Glaubens des Islams, ist auch völlig klar. Weiß auch jeder. Ja, nicht jeder. Es gibt auch Leute, die das dann übertreiben. Es gibt dann auch oder einige. Das geht natürlich nicht. Nein, man muss den Moslem und die Religion, beziehungsweise die Ideologie und die Religion auseinanderhalten müssen. Denk logisch, das geht gar nicht anders. Ja, also was mich wirklich schockiert hat, war diese Aggression. Dieses Reinbrüllen, dieses. Ja, also nach meinem Dafürhalten hat die Polizei da einen guten Job gemacht. Mittwoch streame ich übrigens auf Getter mit Irfan. Da geht es auch um das Thema, dann kann man das nochmal erörtern. Irfan macht das ja schon seit ein paar Jahren, diese Veranstaltung. Die Polizei hat das wirklich sehr gut im Griff gehabt, gab auch einige Anzeigen. Schwule müssen übrigens, das ist jetzt halt wieder tragisch für mich, Schwule müssen übrigens gesteinigt werden. Ja, so viel Tragik ist auch dazu, gehört auch dazu, muss man auch mal wirklich sagen. Und das sind Leute, die 2015, jetzt, was die anging, die ich jetzt da gesehen habe, offensichtlich, die 2015 ins Land kamen, kaum Deutsch sprechen, ein wenig Deutsch sprechen, hören nur Islam böse, kommen, werden aggressiv, mit ihrem kruden Frauen- und, oder überhaupt Menschenbild und Frauenbild natürlich, kommen sie nach Deutschland und verbreiten ihren puren Hass. Und den hat man gestern gesehen. Ja, das wollte ich dazu sagen, am Mittwoch da auf jeden Fall mehr. Dann ist mir was widerfahren. Ja, also ich komme zu dieser Veranstaltung. Irfan erkennt mich, sagt, hey, cool, dass du da bist. Willst du rüberkommen? Ich meinte, ja, wie komme ich denn da rüber? Meinte er, ja, über die Absperrung, ja, diese Polizeiabsperrung, da mal rüberklettern. Dachte ich mir, ui, ui. Dann bin meinen Rucksack rüber und bin dann so drin. Und ich dachte, ach, das sitzt da oben, ganz cool und so. Und dann mache ich so einen kleinen Jump und spring dann so und komme auf, irgendwie komisch auf rechte Bein und merke schon, aua. Das hat irgendwie weh getan, aber jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Also ich dachte, naja, tut ein bisschen weh und so. Handschellung ging auch noch ein bisschen und habe dann auch gemerkt, ja, je länger das geht, desto mehr tut es weh. Und als ich mich dann verabschiedete, bin ich dann Richtung Hauptbahnhof gelaufen und merkte schon, ui, ui, ja, das tut schon sehr weh. Musste dann noch ein wenig auf den Zug warten, bin dann in den Zug eingestiegen, fast knapp 2 Stunden Fahrt. Und während der Fahrt merkte ich schon, also das Aufstehen wird schwierig. Ja, es tat weh, es tat sehr weh. Und ja, als ich dann in Nürnberg ankam, habe ich erstmal alle rauslassen. Habe ich erstmal gewartet, bis alle ausgestiegen sind. Und dann bin ich selbst erst ausgestiegen.
Und habe versucht aufzusteigen, bin aufgestanden, aber ich kann mich noch kein bisschen mehr bewegen. Bin dann aus dem Zug raus und stand dann so am Gleis, ich kann wirklich mittlerweile drüber lachen, stand an dem Gleis, also wie so eine Litfaßsäule, und stand 5 Minuten. Ich kann nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann keinen Meter mehr. Ich kann mich ans linke Bein, das kann ich mich schützen, bis das, keine Ahnung, Kräften nachlässt. Ich kann nicht mehr. Ich kann keinen Meter mehr laufen. Stand ich so ein paar Minuten, bin dann so ein bisschen getorkelt und es ging dann einigermaßen. Jemand hat mir da ein bisschen geholfen. Gott sei Dank, übrigens. Und ja, dann bin ich nach Hause gegangen. Tat alles sehr weh, es ist auch alles dick und so weiter. Und ja, heute ist ein bisschen besser, keine Sorge. Vor allen Dingen, weil ich Ibuprofen hier gefunden habe. Dann dachte ich, weiß sicher, ich habe noch welche. Und ja, das stimmt ja dann auch. Ja, zu viel dazu. Augen auf, auch bei Veranstaltungen. Und alles weitere bespreche ich am Blitzer Zeit mit Irfan Pezi am Mittwoch 20:55 auf Getter. Freue mich riesig. Getter kann man übrigens auch ohne Getter-Account verfolgen, den Stream, aber warum nicht? Ist eine gute Plattform, ist eine gewissermaßen zensurfrei, ganz im Gegensatz zu Twitter, wo die Willkür herrscht, wo die Willkür ja tatsächlich vielen Menschen das Leben schwer macht, die zensorische Willkür. Das gibt es auf Getter nicht. Sieht genauso aus wie Twitter, also für mich als jetzt nicht das größte IT-Genie aller Zeiten. Ja, habe mich da sofort eingefügt und ja, wie gesagt, das Streaming ist sehr interessant. Mache mich jetzt auch ein bisschen schlau. Habe schon ein paar Streams geguckt. Also das ist ja jetzt mit Bild, ne? So, ihr müsst dann auch mein Gesicht ertragen. Aber das verspricht interessant zu sein. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Tschüss!